voilà, 2 Wochen vor Abflug. 5 Tage Ferien, das heisst 5+1 Ersatz. 5 Tage, jeden zweiten Tag ein T-Shirt plus ein halbes. So, wir sind bereit. Man braucht schon viel Gepäck. Man braucht genau seinen Reisepass, eine Kreditkarte und natürlich ein Handy. Mehr braucht man echt nicht. Guten Flug! Eigentlich frage ich mich ja schon jedes Jahr, wieso ich überhaupt weggehe. In der Heimat ist es doch einfach am schönsten. Darum schaue ich auch immer, dass ich ein bisschen Heimat mit dabei habe. Rivella, natürlich Käse und Schocke und Schweizer Sackmesser, man weiß ja nie. Und natürlich, fast vergessen. So. Schade, wir sind viel zu spät dran. In einer Stunde geht der Flieger. Okay. Ja, alles parat gemacht, was wichtig ist. Notfall, man weiß ja nie. Alle wichtigen Telefonnummern. Die Sachen, die hat. So, hier kommt der Regner. Der Regner kann es immer. Die hat es immer zu wenig. Immer zu wenig. Bald Sonne, Strand. Ah, weißt du was? In 8 Wochen, geht es für mich nach Thailand. Juhu, ich freue mich so. Du bist in Ferien, ja? Das hast du mir schon mal gesagt. Hast du mir gestern auch schon mal gesagt, ja? Mein Gott, das ist fang in 2 Monaten. Okay, jetzt haben wir alles bereit. Das muss man noch bügeln. Das geht, das wollen die Kinder immer dabei haben. Mami, hast du mein Nintendo? Kevin, ich habe dir schon 100 Mal gesagt, es gibt kein Nintendo in der Ferien. Heine mal, dann fährt die Schule endlich wieder an. So, jetzt müssen wir nur noch Kreditkartenlimite um 955 erhöhen. Dann sind wir bereit für die Ferien. Also ich habe jetzt von 10 verschiedenen Reisebüchern die schönsten Attraktionen rausgesucht, alles vorbereitet. Und ich glaube, jetzt sind wir bereit. Hans, hast du noch Platz im Hopper? Jetzt Kuna oder Dollar oder doch Euro. Ha. So geht es natürlich auch.